Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zum 9. Teil von 10 Teilen zur Webinarreihe zur Trader Workstation, die wir hier von CapTrader durchführen. Das heutige Thema ist der Risk Navigator. Ja, ist ein Tool der Trader Workstation, was ich Ihnen gerne heute mal grob zeigen möchte. Also, wie gesagt, diese Möglichkeit mit dem Risk Navigator sind sehr, sehr komplex und sehr umfangreich. Ja, da könnte man auch eine eigene Webinarreihe zu machen. Aber wir haben ihn bisher noch nie vorgestellt und haben uns gedacht, im Rahmen der Webinarreihe wird es eigentlich mal Zeit, einfach mal da ein paar Funktionen zu zeigen. Bisher haben wir, wie gesagt, schon einige Teile durchgeführt rund um die TWS. Falls Sie da was verpasst haben, Sie können auf Training gehen und dann TWS-Webinarreihe. Das heißt, wenn Sie sich intensiver in die Handelsplattform von CapTrader einarbeiten möchten, also in die Trader Workstation, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich hier über die aufgezeichneten Videos zu informieren. Ja, also wir haben ja begonnen schon im September letzten Jahres mit dem ersten Teil, einfach Grundlagen halt zur Trader Workstation, haben das Ganze fortgeführt hier mit der Mosaik Plattform, ja, also mit der Variante zur klassischen Ansicht. Dann hatten wir ein Webinar mit Chartanalyse und Indikatoren, also wo wir das Ganze ein bisschen vertieft haben, sind dann im vierten Teil auf die Fundamentalanalyse, Research und News eingegangen. Ja, also wenn Sie sich zum Beispiel jetzt für dieses Thema interessieren, einfach hier auf den Play-Button klicken und dann startet das Video schon direkt. Ja, also es ist mit YouTube verlinkt, das heißt, Sie können natürlich auch unseren Kanal auf YouTube einfach abonnieren und dann sehen Sie immer direkt, wenn da neue Videos erscheinen. Aktien und ETFs handeln mit der TWS, ja, das war dann der fünfte Teil. Ich mache das mal eben im Schnelldurchgang und danach haben wir den Schwerpunkt etwas auf Optionen verlagert, haben im sechsten Teil uns mit den Grundlagen des Optionshandels beschäftigt und sind dann in zwei aufeinanderfolgenden Teilen auf Strategien eingegangen. Wir hatten hier den ersten Teil zu Strategien und dann den zweiten Teil zu Optionsstrategien, wo wir dann auch das Option Strategy Lab und auch das Probability Lab behandelt haben. Ja, heute ist der neunte Teil Risk Navigator. Vielleicht eine kurze Frage, die Sie, wenn Sie möchten, gerne mit Ja oder Nein beantworten können. Nutzen Sie bereits den Risk Navigator? Ja oder Nein? Dann habe ich mal so ein kleines Feedback von Ihnen. Ja, und weiß, wie bekannt dieses Tool vielleicht ist oder wie unbekannt. Okay, einige, ja, die meisten schreiben nein. Vielen Dank erstmal für das Feedback. Zum Teil wird es schon mal genutzt. Kann man im Risk Navigator sehen, wie viel Margin für die einzelnen Produktgruppen verwendet wird, Aktien, Optionen, Futures? Ja, das ist möglich. Ja, das können Sie auch in der Kontoverwaltung abfragen, wenn Sie die Margin-Abfrage dort durchführen. Aber natürlich auch mit dem Risk Navigator. Gehe ich gleich drauf ein. Ich hoffe, dass ich es nicht vergesse, aber dann werde ich Ihnen das natürlich auch noch zeigen. Gut, dann möchte ich jetzt mal einfach die TWS hier nach vorne holen, hier auf den Bildschirm und Ihnen zeigen, wo Sie überhaupt den Risk Navigator finden. Unter Analyse-Tools und dann müssten Sie ganz nach unten gehen, Portfolio und dann Risk Navigator. Ja? Dort können Sie mein Portfolio öffnen. Ja, und dann wird Ihr aktuelles Portfolio geöffnet und im Prinzip analysiert. Sie können aber auch ein neues Was-wäre-wenn-Portfolio öffnen. Das geht aber auch später noch aus dem Risk Navigator selber heraus. Ja, wenn man jetzt mein Portfolio öffnen klickt, dann öffnet sich halt eine neue Seite. Ich habe das halt schon mal hier vorbereitet, dann geht das Ganze schneller. Und jetzt gehe ich nochmal kurz auf die Standardeinstellung. Ja, und dann hat man hier eine Übersicht vom aktuellen Portfolio. Vielleicht nochmal zum Vergleich, dass Sie auch wissen, sehen, was da drin ist. Ja, also hier auf diesem Demokonto
In dem Portfolio sind jetzt hauptsächlich Aktien bzw. Aktien-CFDs oder auch Index-CFDs drin. Ja. Und dieses Portfolio möchte ich jetzt analysieren. Dann habe ich hier die Möglichkeit, ja, auf dem ersten Reiter mir das Risiko nach Basiswert anzeigen zu lassen. Also hier rechts unten in dem Tool hat man halt verschiedene Analysemöglichkeiten. Da fangen wir hier mal mit dem Portfolio an einfach. So. Also Report Portfolio und dann sieht man die einzelnen Positionen. Jetzt hole ich mir mal kurz einen Stift. So. Also Sie können hier, sehen Sie natürlich im ersten Reiter die Symbole AAPL für Apple und hier Description, das ist dann die Beschreibung. Ja, also welcher Wert dahinter steckt. Position, das ist die Stückzahl. Das heißt, Sie sehen hier, ich habe 80 Apple-Aktien im Depot, 61 CFDs auf Allianz und so weiter. Ja, und dann sehen Sie hier Preis, das ist der aktuelle Kurs dieser Spalte und der Gegenwert. Jetzt sehen Sie auch schon hier, dass nicht immer alles so unterstützt wird, wie man sich das vielleicht wünscht. Ja, also hier bei CFDs, ja, da fehlt jetzt hier zum Beispiel der Wert. Bei den amerikanischen Werten hier, wo wir hier Nasdaq, New York Stock Exchange haben, da ist ja jetzt die Börse geöffnet und da haben wir hier auch aktuelle Werte. Ja, also das müssen Sie berücksichtigen. Nicht, dass Sie sich wundern, dass jetzt da die Spalten leer sind. Okay. Also erstmal mal, das ist eine Übersicht. Portfolio nennt sich, also dieser Report nennt sich Portfolio. Und rufen Sie hier unten rechts auf. Links davon, unten links haben Sie jetzt so ein, ja, so eine ein Chart mit einer diagonalen Linie drin. Das ist im Prinzip die Veränderung des Portfoliowertes in US-Dollar bezogen auf eine Veränderung des oder eines Referenzkurses, was in dem Fall der S&P 500 ist. Das heißt, hier unten sehen Sie der Referenzkurs, ja, also hier unten ist der SPX, ja, also der S&P 500 Index und die Veränderung wird in Prozent angegeben, hier prozentuale Veränderung. Das heißt hier unten 10, 20, 30, ja, und so weiter, das ist die prozentuale Veränderung des S&P 500 Index. Je nachdem, wie sich jetzt dieser Index verändert, ja, also hier in der Mitte ist 0, ja, also nach rechts, wenn der Index steigt, oder nach links, falls der Index fällt, also die Wertveränderung negativ ist, ne, hat man hier minus 10, minus 20, minus 30%. Ja, und je nachdem, welches Szenario hier angenommen wird, wird natürlich jetzt hier bei einem Long-Only Portfolio, also wo man jetzt hauptsächlich hier in Stocks, also in Aktien investiert ist, werden diese Aktien natürlich ja, dementsprechend steigen. Ja, so wie es hier eingezeichnet ist, wenn der Index steigt. Ja, und sollte der Index fallen, ja, dann sieht man hier auf dieser Linie, dann fällt natürlich auch der Wert des Portfolios. Wie stark der Wert des Portfolios fällt, das wird jetzt nicht in Prozent angegeben, sondern hier sieht man hier links, die Portfolio-Wertveränderung wird hier in US-Dollar angezeigt. Ja, das heißt, bei einem 40-prozentigen Rückgang des S&P 500 Index wird mein Portfolio, kann man dann hier abnehmen, zwischen 50 und 75, also sagen wir mal 60, um 60.000 Dollar sinken. Ja, das wäre jetzt hier ein Extrembeispiel natürlich, dass Sie sehen, der Netto-Liquidationswert ist nur 47.000 Dollar. Ja, also ich meine, mehr als das kann man natürlich jetzt in dem Fall nicht verlieren. Dann
würden ja alle Aktien auf Null fallen, aber das hat jetzt hier dieses Szenario natürlich auch. Warum? Weil man ja auch noch den DAX als CFD drin hat, ja, mit 4 Kontrakten. Und wenn der natürlich so stark fällt, dann ist der Verlust natürlich überproportional durch den Hebel. Ja, also das erstmal so zum Verständnis, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Ich lösche mal ganz kurz hier ein bisschen das, was ich jetzt hier eingezeichnet habe. Sie haben auch die Möglichkeit, hier in dieses Diagramm reinzuklicken, und zwar indem Sie das Ganze vergrößern. Ja, also wir haben ja jetzt hier eine prozentuale Veränderung bis 100%. Wenn Sie das Ganze vergrößern, dann sehen Sie hier 0,51, 1,52 bis 7%. Also man kann hier praktisch näher reinzoomen. Ja. Was auch sinnvoll ist, mit der rechten Maustaste, man kann hier ein vertikales Fadenkreuz auswählen. Ja, und wenn Sie dann mit dem Mauszeiger hier sich auf dieser Diagonalen bewegen, dann sehen Sie, Sie können es direkt ablesen, wie groß die Aktienportfolio-Wertveränderung ist, wenn der Referenzkurs sich in dem Fall 2,6% positiv verändert. Ja, also würde der S&P-Index um 2,6% steigen, hätte das zur Folge, dass sich in diesem Szenario hier das Portfolio um 3.702 US-Dollar steigt. Ja, also das hier, wie gesagt, mit der rechten Maustaste können Sie das einblenden, vertikales Fadenkreuz, ja, und dann haben Sie hier die Möglichkeit, hier drauf zu gehen, wenn Sie einen Moment warten, und dann können Sie hier diese Zahlen direkt ablesen. Ja. Wie kann man den Referenzwert hier auswählen? Da ist der SPY, der wird hier festgelegt. Ja, hier müsste man draufklicken, genau. Hier unten drunter Beta-Referenz, und dann könnte man hier einen anderen Index nehmen. Ja, beispielsweise den Nasdaq. Ja, dann ist die Berechnung natürlich etwas anders. Gehen wir mal wieder zurück und nehmen den S&P 500. Ja, also hier unten haben Sie die Möglichkeit, die Beta-Referenz auszuwählen. Ich hoffe, Sie können das erkennen. Hier ist ja am unteren Bildschirm. Welche Einstellmöglichkeiten gibt es noch? Wir können hier links den Bereich natürlich eingrenzen. Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, das ging hier bis, man muss sich wieder erklären, bis 100%. Ja, da kann ich auch direkt sagen, ich möchte nur eine Ansicht bis 50% haben. Dann wird hier die prozentuale Ansicht direkt auf 50% festgelegt. Ja, oder wie gesagt, das Kleinste ist hier 40. Ich gehe auf Standard. Standardmäßig ist 30. Ja, wenn mir selbst 30% minus oder plus halt zu groß ist, dann kann ich hier näher reinzoomen. Ja, das hatte ich ja gerade eben schon gezeigt. Okay, das zu der Grafik halt, wo man die Veränderung des Portfolios, des Portfoliowertes halt hier grafisch ablesen kann. Und das ist natürlich auch interessant, jetzt vielleicht nicht direkt bei Aktien, sondern wenn man Aktienoptionen hat oder Future Options. Zeige ich aber gleich noch, wie man das dann ablesen kann. Genau, da kam gerade eine interessante Frage. Der Veränderung des Portfolios bei der Risikoberechnung liegt also die Korrelation, also Beta, zu einem Referenzindex zugrunde. Genau. Hier sieht man auch, man hat noch einen Unterschied Beta-gewichtet, ja, Beta-gewichtete Aggregation oder halt eine Aggregation nach gleicher prozentualer Bewegung. Es ändert jetzt in dem Fall nicht viel. Bei Optionen kann man diese unterschiedliche Einstellung dann deutlicher nachvollziehen. Gut, also machen wir weiter hier rechts mit den Reports.
Portfolio, das war der erste Punkt, den ich ausgewählt habe. Man kann jetzt natürlich auch hingehen und sagen, ich möchte das Risiko pro Position mir anzeigen lassen. Das mache ich jetzt mal. Ja, und dann sehen wir jetzt hier natürlich die einzelnen Werte, die einzelnen Positionen und den aktuellen Preis. Sehen hier, jetzt muss ich gerade mal schauen. Ja, dann geht man jetzt hier weiter runter und sagt, ich möchte jetzt alle Positionen haben oder ich wähle halt jetzt einen bestimmten Basiswert aus, beispielsweise Apple. Ja, da kann ich jetzt hier die Apple-Aktie auswählen und dann wird mein Risiko pro Position, also in dem Fall hier für meine 80 Apple-Aktien hier ausgerechnet. Ja, und hier ist jetzt der Basiswert natürlich Apple. Ja, was passiert, wenn der Apple-Kurs, der jetzt bei hier 172 ist oder 173 US-Dollar, wenn der auf 200 steigt, ja, dann mache ich einen Gewinn in Höhe von 2137 Dollar. Ja, und wenn er fällt, dann mache ich den entsprechenden Verlust. Das heißt, ich kann hier mein Portfolio nach einzelnen Positionen analysieren. Ja, natürlich kann ich hier dann auch hingehen und dann andere Positionen auswählen und so weiter. Das heißt, einmal kann man sich das Gesamtportfolio anschauen und dann natürlich auch einzelne Positionen des Portfolios. Dann habe ich die Möglichkeit, nach Basiswerten mir das hier anzeigen zu lassen. Dann erhalten Sie diese Übersicht. Ja, ist auch teilweise ein bisschen farblich unterschiedlich dargestellt. Oft ist das hier auch, ja, also hier kann man mit einem Minus und Plus das Ganze wieder aufpoppen lassen, die einzelnen Punkte. Das heißt, ich müsste jetzt hier wo vor AAPL auf das Plus klicken, damit dann hier nochmal der Wert hat wirklich angezeigt wird hier, die 80 Stück. Ja, das gleiche hier bei Allianz, ne, bei dem CFD, Amazon und so weiter, dass man das Ganze erstmal hier aufklappt. Ja, dann sieht man erst die Position. Man sieht den aktuellen Preis, man sieht den unrealisierten Gewinn und Verlust. Value at Risk wird angezeigt. Ich werde jetzt nicht alle Begriffe hier erläutern, was Value at Risk ist oder was Beta ist oder wie auch immer. Das können Sie natürlich selber googeln oder nachschlagen, wenn Sie das möchten oder in schlauen Büchern nachlesen, weil da reicht jetzt die Zeit nicht aus. Ja? Value at Risk, wie gesagt, auch wenn wir müssen es noch nicht mal googeln, hier wird es ja angezeigt. Zeigt halt, wie dieses Exposure des Portfolios halt berechnet wird, ne, nach einem entsprechenden Konfidenzintervall, was man natürlich auch einstellen kann. Hier ist das Niveau bei 99,5%. Ja. Welchen Verlust kann ich im Prinzip erwarten, in einem Zeitraum von einem Tag jetzt hier angenommen, was dann das Konfidenzintervall von 99,5% umfasst zum Beispiel? Das sagt mir der Value at Risk hier aus. Beta-gewichtetes Beta, ja, hier die Felder sind leer. Fragen Sie mich nicht, warum die leer sind. Ja. Habe ich jetzt keine Erklärung für. Ich hatte auch gestern auch, aber es gibt auch schon mal Tage, da steht da was, ja, um es mal auch so zu erläutern. Heute wird jetzt hier oder jetzt aktuell wird hier nichts angezeigt. Delta, ja, ist auch erläutert. Ist praktisch die Sensitivität des Portfolios, ja, bezogen auf den Basiswert. Ja, und man kann sich natürlich auch hier weitere Spalten hinzufügen, ne? Beispielsweise den heutigen Tagesgewinn oder Verlust. Ja? Hier jetzt in dem Fall 548 als Verlust. Ja? Und wie ist das aufgesplittet hier? Natürlich ganz normale Portfolioanalyse, wo Sie sehen können, wie die einzelnen Werte sich jetzt heute entwickelt haben. Ne? Im DAX ging es jetzt deutlich hier heute runter bei 4 Kontrakten. Ne? Aber immer noch ein unrealisierter theoretischer Gewinn von 6.000. Jetzt hier in dem Musterportfolio. Ja, natürlich können sich neue Spalten hier auch hinzufügen. Ja, und da gibt es unendliche Möglichkeiten. Hier Spalte hinzufügen, Wertspalten. Ja, über Long Short können Sie, ups, sorry, über Long Short können Sie sich hier den unrealisierten Gewinn und Verlust nur von Long Positionen, nur von Short Positionen, den in Prozent, ja, und so weiter anzeigen lassen. Das Positionsrisiko.
Delta in Dollars, Futures, Deltas, Gamma Dollars, ja. Also sehr, sehr viele Kennzahlen, Kontraktrisiko, ja, bei Optionen noch Zeit bis zur Fälligkeit, die implizite Volatilität in Prozent und so weiter. Also da haben Sie hier zig Möglichkeiten, auch das Beta-Risiko zu analysieren und so weiter. Gut, das war jetzt der Punkt Risiko nach Basiswert. Ich gucke, versuche immer mal zu schauen, ob die eine oder andere Frage reinkommt. Und dann werde ich natürlich auch versuchen, dann da diese zu beantworten. Ja, es kam eine Frage mit Hedge. Was das bedeutet, ja, die Erläuterung steht hier. Hedge fügt eine neue Spalte mit Kontrollkästchen hinzu, über die Sie mehrere Unterportfolios nach Basiswert auswählen und einen Korb aus Hedge-Orders erstellen können, um die Delta-Werte der einzelnen Unterportfolios auszugleichen. Ja, das bedeutet hier diese Spalte Hedge. Ja, da kann man das halt hier anklicken. Sie sehen, das ist ein 1 zu 1 Hedge, wäre natürlich 80 Apple-Aktien zu verkaufen. Über ein Unterkonto. Gut, also wie gesagt, hier, das können Sie, diesen Risk Navigator und die Spalten, die konfigurieren, können Sie so anpassen, wie Sie das brauchen. Nach Branche können Sie das Ganze sortieren, ja, dass Sie sagen möchten, ja, okay, ich schaue mir das jetzt mal hier an, das Risiko nach Branche, das heißt, dann wird das ganze Portfolio hier noch aufgeteilt, ne, ob man vielleicht gut diversifiziert ist, ja, man sieht hier Communications, Consumer, Financial, Industrial, Technology, ja, das sind so die Branchen, in denen man investiert ist. Das heißt, da kann man natürlich ja auch hingehen und sagen, ich analysiere jetzt hier bestimmte Branchen und sage, ja, Technologiesektor, der war ja jetzt 2017 sehr, sehr stark. Ja, da möchte ich jetzt meine Gewichtung etwas verstärken oder gegebenenfalls da das Risiko ein bisschen rausnehmen. Da hat man hier eine Übersicht nach Branchen. Das Gleiche geht natürlich auch nach Ländern. Ja. Hier Nordamerika oder Europa in dem Fall, ja, was jetzt hier dieses Aktienportfolio oder Aktien-CFD-Portfolio angeht, kann man sich ebenfalls dann bei der Portfolio-Zusammenstellung sich das anschauen und sagen, oh, jetzt fehlt ja gegebenenfalls Asien, ja, oder Emerging Markets fehlen oder was auch immer, wie man sich halt auch jetzt aufstellen möchte. Ja, Daten nach Basiswert grafisch darstellen. Ja, diese Möglichkeit gibt es auch. Ja, sieht man, ist einfach noch eine andere Tabelle ein bisschen, die jetzt hier gekommen ist. Und man hat jetzt hier verschiedene Szenarien. Ja, einfach hier einen Rückgang von 15%, 12, 9. Ja, hier in dem Fall sind es hier 5,19, 3 und so weiter. Ne? Also Wertveränderung des Underlyings. Und was bedeutet das direkt für meine Aktien, für meine einzelnen Positionen? Oder gegebenenfalls natürlich auch eine positive Wertveränderung, ne? Plus 9, plus 12%. Das heißt, hier habe ich praktisch eine Riesentabelle, wo ich direkt sehen kann, ach, okay, wenn Daimler jetzt um 9% steigt, dann verdiene ich hier 987, ja? Und mit Amazon 225. Ja, also man hat hier eine Übersicht der möglichen Kursveränderung hier in beide Richtungen, negativ wie positiv, auf einen Blick. So, nach Basiswert und Laufzeit, ja, das macht jetzt hier mit Laufzeit wenig Sinn, ne? Also haben wir keine Option. Nach Kurs- und Volatilitätsveränderungen bewerten. Das geht auch. Das sieht jetzt hier auch recht bunt aus. Falls das bei Ihnen nicht kommt, ja, hier steht ja oben links globale Risikoszenarien. Voraussetzung ist hier, und das habe ich schon gemacht, dass Sie dieses Global Risk einmal runterladen. Ja, und zwar unter Einstellung und hier unten, hier muss ein Haken sein, globales Risiko runterladen. Ja. Falls das noch nicht geschehen ist bei Ihnen, also Sie da dort keinen Haken haben, dann werden Sie hier auch gar keine Werte bekommen.
Okay, das nochmal als Hinweis. Ja, und hier kann man halt auch sich nochmal die einzelnen Basiswerte anschauen. Bleiben wir jetzt mal bei den Apple-Aktien. Was passiert, wenn der Apple-Kurs um 10% fällt und die Volatilität, die steht hier oben, ja, um 15% steigt? Ja, dann kann man das hier ablesen. Bei Aktien selber auch jetzt nicht ganz so spannend, wie gesagt, bei Optionen doch wesentlich interessanter. Ja, also da sieht man ja auch hier bei Aktien sind die Zahlen immer gleich hier. Ja, bei Optionen sollte man dann natürlich deutliche Unterschiede sehen. Können wir auch gleich mal simulieren. Ja, aber wichtig hier auch dann interessant natürlich gleich, also dass man einmal den Volatilitätsaspekt hat hier von minus 30, minus 15, ne, über gleichbleibende Volatilität bis hin zu stark steigender Volatilität und dann halt die Veränderung hier des Preises, ne, minus 30, minus 20, minus 10, 0 und dann eine positive Preisveränderung. Ja, und dann kann man halt in der jeweiligen Spalte und Zeile ablesen, was das für Auswirkungen hat. Okay, gibt es dazu noch Fragen speziell zu diesen Ansichten, was Sie hier aufrufen können? Ich sehe gerade eine Frage, eignet sich der Risk Navigator auch, um zum Beispiel einen Covered Call oder Put Stock plus Option zu simulieren, beispielsweise Apple-Aktie als Referenzwert und zugleich als Basiswert 1, dazu eine Option auf Apple-Aktien als Basiswert 2. Ja, also dafür eignet sich der Risk Navigator auch, also da kann ich gerne auch jetzt mal drauf eingehen. Also Sie haben die Möglichkeit, nicht nur Ihr aktuelles Portfolio zu analysieren, ja, was ich ja jetzt hier gemacht habe, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, ein neues Was-wäre-wenn-Portfolio sich anzeigen zu lassen. Und dazu gehen Sie wie folgt vor. Sie gehen hier oben auf Portfolio und sagen Neu. Und jetzt haben Sie die, werden, wird Ihnen die Frage gestellt, ob Sie das neue Portfolio mit den bestehenden Positionen vorbefüllt nutzen möchten. Das heißt, dass Sie jetzt einfach neue Positionen zu dem bestehenden Portfolio hinzunehmen oder dass man halt auch, was man auch später machen kann, oder ob man halt einfach ein komplett neues Portfolio hier simulieren möchte. Und das möchte ich, also klicke ich jetzt auf Nein. Jetzt öffnet sich ein neues Fenster. Zu Beginn scheinen halt auch mal dann die wichtigsten Meldungen, also dass jetzt zum Beispiel der Risk Navigator um eine neue Funktion erweitert wurde, hier die zum Beispiel Volatilitätsprodukte-Registerkarte, ne? Wenn Sie sich jetzt für Derivate beispielsweise vom VIX interessieren, ja, dann können Sie das jetzt neu nutzen. Okay, das klicke ich weg und hier haben wir jetzt, das sieht, das ist auch rot umrandet. Ja, da sieht man, dass sich das hier ein Was wäre, wenn Portfolio ist. Ich mache das aber mal groß. Und wir sehen, es ist noch leer, das Portfolio. Das heißt, wir müssen das jetzt befüllen. Aber da fangen wir doch mal an mit einem Basiswert, beispielsweise die Apple-Aktie. Dann tippen Sie hier ein Apple und dann Enter. Ja, dann können Sie jetzt hier aus dem Menü auswählen, ob Sie jetzt eine Option auswählen wollen oder halt die Aktien direkt. Nehmen wir mal die Aktien. Hier muss ich nochmal auf die Standardeinstellung gehen und sage jetzt hier 100 Aktien. Also wichtig ist, dass Sie hier auf die Spalte Position klicken und dann das dort eintippen. Ja, und jetzt wollten Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, einen Call verkaufen. Vielleicht können Sie das nochmal kurz, haben Sie eine Idee? Vielleicht, dann mache ich das genau, wie Sie sich das vorstellen. Sagen Sie mal einen Strike und die Laufzeit. Ich würde dann jetzt hier auf Optionen gehen. Völlig fiktiv. Okay. Ja, also dann nehmen wir mal einfach mal eine Laufzeit hier, weiß ich nicht, bis Mitte Februar oder hier monatliche Option 37 Tage.
Ja, und dann beispielsweise jetzt mal ein 185er Call. So. Wenn ich den jetzt hinzufüge, auch wenn ich jetzt hier auf Verkaufen oder geklickt habe, dann steht hier erstmal nur eine 0. Ja, dann müsste ich hier wieder reinklicken, so dass der Cursor blinkt, und wenn ich dann, wie gesagt, diesen 185er Call verkaufen möchte, sage ich hier minus 1. Sag jetzt Enter. Und wie man sieht, ist das jetzt hinzugefügt worden, 100 Aktien und der 185er Call, den ich jetzt hier verkauft habe. Und jetzt kann ich mir hier das Risiko pro Position halt anschauen lassen. Und natürlich auch dann das Szenario hier, beispielsweise jetzt hier am Verfallstag, 16. Februar, na, das muss ich noch anhaken. Und dann sehe ich hier die Grafik, ja, also das Gewinn- bzw. Verlustprofil dieser Option. Also das jetzt hier ein Short Call. Ja, wie gesagt, man vereinnahmt hier diese Prämie. Und dazu in Kombination halt mit den Aktien. Ich kann jetzt auch hingehen und sagen, ich möchte jetzt nur welche Position? Ich möchte jetzt nur die Aktien mir anzeigen lassen. Ja, da habe ich jetzt hier nur das Profit-Loss-Diagramm der Aktie oder nur der Option. Ja, dann sieht man jetzt hier den Short Call. Das ist die Prämie hier, die ich vereinnahme, wenn der Kurs so bleibt, wie er ist, beziehungsweise leicht fällt. Ja, klar, und sollte beim Short Call, sollte der Kurs stark steigen, dann mache ich hier natürlich mit dem Short Call Verlust. Ja, und in der Kombination mit allen Basiswerten sieht das Ganze dann so aus. Also diese Möglichkeiten haben Sie. Und haben natürlich auch dann die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich hier einen Short Call, ich will aber auch noch einen Short Put darunter verkaufen. Dann füge ich den auch dazu, gehe hier wieder auf Apple, gehe wieder auf Option und verkaufe mit der gleichen Laufzeit, 16. Februar, ein, weiß ich nicht, 160er Put. Ja, sehen Sie, der landet auch hier drin mit einer 0, aber da müsste man jetzt auch, wenn man den verkauft, den Put, eine minus 1 eintragen. Ja, da hat man jetzt hier eine etwas wilde Kurve natürlich jetzt hier zum Verfall. Ja, das Datum muss man hier halt, wie gesagt, immer auswählen. Dann sieht das Profit-Loss-Diagramm so aus. Ja, nehmen wir die Aktie mal raus. Moment. Moment, haben wir es jetzt? Hey, sorry, ich muss das nochmal anders machen. Alle Basiswerte, und jetzt nehme ich die Aktien raus, nehme ich einfach den Haken hier rausnehme. Ja? Ja, und hier haben wir jetzt im Prinzip einen Short Strangle grafisch dargestellt zum Verfall, ja, zum Verfall 16. Februar. Ja, und da, ich meine, das Profit-Loss-Diagramm, denke ich mal, sollte jeder kennen, der Optionen handelt. Das lässt sich natürlich dann hier auch direkt grafisch anzeigen. Ja, und wie gesagt, wenn man die Aktien dazu nimmt, dann verändert sich das direkt, so wie hier dargestellt. Natürlich kann ich auch sagen, ich nehme es mal wieder raus, wie, das ist jetzt am Verfall, wie sieht denn das aus zu einem benutzerdefinierten Datum? Ja, beispielsweise jetzt Ende Januar. Dann da ist es. Ja, ist jetzt violett angezeigt. Sie sehen hoffentlich hier das Datum unter 31. Januar. Ja, da sieht die Kurve etwas anders aus. Ja, wenn ich das vergrößere, ja, hier kann man dann noch ein bisschen näher reinzoomen sozusagen. Ja, da sieht man die Profit und Loss, das Profit-Loss-Diagramm.
zu einem früheren Datum. Ja, als ähnliche Funktion haben sie natürlich auch in der TWS über, ich zeige Ihnen das auch noch mal kurz. Das hatten wir in vorherigen Webinaren auch schon gezeigt, wenn Sie jetzt hingehen und beispielsweise einen Apple Put verkaufen möchten. Nehmen wir jetzt mal hier den 160er Put. Ja, den möchten Sie beispielsweise verkaufen. Dann öffnet sich ja hier das Order-Ticket und dort haben Sie auch die Möglichkeit, eine Order-Vorschau anzuzeigen, hier anzeigen zu lassen. Und wenn Sie hier das Performance-Profil anklicken, ja, wie gesagt, ist jetzt einfach nur Wiederholung aus älteren Webinaren, dann haben Sie hier auch ein Profit-and-Loss-Diagramm, ne, wo Sie hier auch die verschiedenen Szenarien sich anzeigen lassen können, beispielsweise eine Kursveränderung um 10 oder 30%. Ich gehe mal auf 30%, dann sieht man es besser. Ja, und da hat man natürlich hier die gleiche Grafik, das Performance-Profil, jetzt hier dieses Short-Puts. Ja, und das Gleiche geht dann natürlich auch, wenn Sie über den Option Strategy Builder sich jetzt einen Short Strangle oder so anzeigen lassen. Aber hier ist es immer nur für die einzelne Order, für diese einzelne Position. Sinn des Risk-Navigators ist es natürlich hier, das ganze Portfolio zu analysieren, beziehungsweise hier mögliche Positionen, die man dann noch eingehen möchte, hier miteinander zu kombinieren und einfach nur, indem man was anhakt, dann sich anzeigen zu lassen. Jetzt kam eine Frage rein. Bei mir finde ich mit dem Rechtsklick nicht Kombination. Muss ich dazu etwas einstellen? Meinten Sie jetzt hier in der TWS oder das hier Kombination oder okay. Ja, also falls bei Ihnen jetzt hier nicht Kombinationen stehen sollte, dann müssten Sie mal gucken, ob ganz unten hier in diesem Auswahlmenü ein kleiner Pfeil ist, den Sie noch anklicken können. Dann sollten Sie da eigentlich was finden. Ja, also wenn hier nicht alles aufgefächert wird, dann ist hier unten meistens ein kleiner Pfeil und wenn Sie da draufklicken, dann sollten Sie alles auswählen können. Okay, ja, also wenn das trotzdem bei Ihnen nicht steht, dann müssten Sie uns mal einen Screenshot davon schicken. Dann müssen wir das weiterleiten und dann finden wir bestimmt eine Lösung. Okay, also das heißt, man kann sich hier komplexere Portfolien natürlich zusammenbauen, die dann auch abspeichern und dann diese möglichen Was-wäre-wenn-Portfolien natürlich analysieren. Ja, das Gleiche ist jetzt hier, was den G&V dann angeht. Ja, da kann man sich jetzt hier, ups, das Ganze natürlich anschauen. Ja, wie ist mein möglicher Gewinn und Verlust? Ich mache auch noch mal, sorry, ich zeige Ihnen noch mal eben das, was ich vorher gezeigt habe. Muss ich das Global Risk noch mal runterladen? Ja, hier ist es natürlich interessanter, auch bei Optionen dann zu sehen, was hat jetzt hier auch die Volatilität für eine Auswirkung? Ja, das war das ja eben bei Aktien, konnte man das ja noch nicht so wirklich nachvollziehen, aber jetzt sieht man hier schon, je nachdem, wenn die Volatilität gleich bleibt oder steigt, ja, wie sich dann hier der mögliche Gewinn halt auch dann in den Verlust drehen kann. Ja, klar, bei einem Short Put hier, da profitieren wir natürlich von einem Rückgang der Volatilität, ne, weil nimmt die Volatilität zu, steigt der Preis der Option, ja, was wir natürlich beim Short, wenn wir Short sind, bei einem Short Put nicht möchten, dann möchten wir ja, dass der Preis sinkt. Ja, das kann man sich halt hier sehr gut, also ich finde es sehr gut anschauen, sehr gut simulieren und sehr gut dann auch analysieren.
Sind im G&V alle Daten wie Verfallszeit, Verlust und so weiter eingepreist? Ja gut, es ist ja so, wenn Sie sich zum Beispiel hier das hier anschauen, ja, dass Sie immer hier ein bestimmtes Datum halt auswählen auch. Ja? Das heißt, Sie können hier hingehen, ein benutzerdefiniertes Datum beispielsweise auswählen und dann sieht man natürlich klar, da hat man ja eine andere Restlaufzeit bei einer Option als jetzt direkt am Verfall. Und da ist das natürlich auch mit eingepreist. Ja, da kann man noch die Volatilität hier auch grafisch anzeigen lassen, indem man zum Beispiel mit einem Volatilitätsanstieg um 15% sich das hier simuliert oder halt mit einem Volatilitätsrückgang. Ja, dann sieht man, kommen noch ein paar Kurven dazu und dann wird das Ganze ein bisschen genauer, denke ich mal. Die Unterschiede Beta und B-Punkt Beta, die Werte sind ganz verschieden. Das war bestimmt bei einer anderen Ansicht. Das wird hier W-Beta, Weighted Beta sein, also das gewichtete Beta. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht auf jede einzelne Zahl hier eingehen, kann ich auch gar nicht. A, weil die Zeit nicht reicht und B, weil ich auch nicht jede Zahl, die man hier abrufen kann, auswendig erklären kann. Hier steht eine Formel dahinter, ja, also was gewichtetes Beta bedeutet. Also da sieht man, dass, wenn ich das hier richtig lese, natürlich Delta 1 multipliziert mit Beta 1 und Sigma 1 plus, nee, dividiert durch die Summe aus und so weiter. Also ja, da steht die Formel dahinter, die dem gewichteten Beta zugrunde liegt. Vergleich zum normalen Beta. Ja, Value at Risk natürlich auch interessanter Punkt hier. Hier ist es auch noch nach Währung in dem Fall aufgeführt. Es wird auch hier oben nochmal angezeigt. Ja, also der Value at Risk beträgt 900 68 Euro. Ja, und wenn man hier mit dem Mauszeiger draufsteht, für einen Tag historisches Konfidenzintervall 99,5%. Ja, das heißt, mit diesem Portfolio, was jetzt hier besteht aus den 100 Aktien und diesem Short Strangle, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, ja, dass man an einem Tag mehr als 968 Euro verliert. Ja, was sind die Beta-Dollars? Das ist eine gute Frage. Ich muss noch mal schauen, da gibt es auch eine Erklärung für. Ich gucke mal gerade, ob ich die noch hier hinzufügen kann. Beta Delta in Dollars habe ich hier. Delta in Dollars beispielsweise. Das Delta in Dollars wird anhand der folgenden Formel berechnet. Delta mal Kurs des Basiswertes. Ja, und bei Beta-Dollars wird das dann Beta multipliziert mit dem Basiswert sein. Ja, ob Sie das brauchen, weiß ich nicht. Sie haben zumindest die Möglichkeit, sich das anzeigen zu lassen. Natürlich haben Sie hier noch zig weitere Möglichkeiten. Also wie gesagt, ich kann ja nur einiges hier so anreißen, Ihnen mal vorstellen. Sie könnten ein Trader-Profil festlegen. Ja? Sie können sagen, ich bin eher der Derivatehändler oder ich möchte Aktien abgesichert handeln oder ich möchte aber hier als Profil Aktien Long und Short auswählen. Ja? Also dass man dann Short-Position nicht als Hedged einsetzt, sondern halt wirklich auch auf fallende Kurse da spekuliert. Ja? Das ist der Punkt Trader-Profil. Sie haben die Möglichkeit hier über Designer, ja, so nennt sich das, hier den Report oder die einzelnen Spalten halt hier noch zu konfigurieren. Wenn Sie auch hier etwas nicht wissen, hier wird auch einfach, wenn Sie mit der Maus ein bisschen draufbleiben, ja, dann wird Ihnen erklärt, was Delta, was Gamma, was Vega, was das Ganze bedeutet.
Das heißt, Sie können hier die einzelnen Spalten noch festlegen, die Sie hier auch hinzufügen möchten. Über Report zurücksetzen, klar, können Sie das Ganze nochmal wieder zurücksetzen oder die Werkseinstellung wiederherstellen. Kann das auch zu Excel exportieren, ja, oder als CSV-Datei. Die Risikogebühr, ja, ist jetzt hier, macht jetzt hier wenig Sinn, ja, aber die Möglichkeit wäre auch hier die gegeben, diese zu berechnen. Hier über den Punkt kann man natürlich auch den entsprechenden Report auswählen. Das ist das Gleiche, was ich hier rechts habe. Das Gleiche ist, was die Dimension angeht. Na, da kann man auch verschiedene Filter auswählen. Jetzt bei Optionen zum Beispiel möchte man nur hier, was der X-Stil ist, der Ausübungsstil, ja. Na, nur als Übersetzung. Ist das eine amerikanische oder europäische Option, was die Ausübung angeht? Ja, hier Metriken. Da kommen wir wieder hier zu Hunderten von Möglichkeiten, was Sie hier auswählen können an Wertspalten, an Positionsrisiken, Kontraktrisiken und so weiter. Diagrammspalten, ne, das sind hier diese prozentualen Veränderungen des Basiswertes, das hatte ich Ihnen ja auch schon gezeigt. Man kann auch eine zweite Grafik daneben setzen. Wo haben wir es hier? Duale Diagramme. Ja, und dann zwei miteinander vergleichen, beispielsweise, wenn man das möchte. Also Möglichkeiten bietet Ihnen hier dieser Risk Navigator, denke ich mal, ohne Ende. Nutzen Sie, also Sie haben ja die Möglichkeit, dieses Tool kostenlos zu nutzen. Probieren Sie das einfach mal aus. Generieren Sie einfach mal ein Was-wäre-wenn-Szenario, um halt auch mal ein bisschen Gefühl für die unterschiedlichen Produkte zu bekommen, für vielleicht auch ein Gefühl zu bekommen, was jetzt die unterschiedlichen Optionsstrategien vielleicht für Auswirkungen auf Ihr Portfolio haben. Ja, und dafür können Sie diesen Risk Navigator, denke ich, sehr gut einsetzen. Ja, ohne dass Sie jetzt vielleicht jede einzelne Kennzahl hier oder jede einzelne Spalte vielleicht unbedingt verstehen müssen oder auch auswendig lernen müssen. Ich denke, das Interessante ist ja, dass Sie Ihr Risiko des Portfolios lernen, richtig einzuschätzen oder zu verstehen. Ja, einmal was Währungsrisiken angeht, was Risiken der Volatilität angeht und natürlich auch, dass man mal sich versucht, das Portfolio diversifiziert aufzustellen. Ja, dass man einfach auch mal ein Szenario hier hat, was passiert denn wirklich, wenn jetzt hier der S&P 500 jetzt wirklich sehr stark einbricht innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf mein aktuell bestehendes Portfolio und wie kann ich mich da gegebenenfalls absichern? Dafür ist das Ganze gedacht. Okay, ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, das Thema war jetzt nicht zu trocken. Wie gesagt, ich kann nur einiges hier so ein bisschen anreißen, einiges nur mal kurz zeigen, damit Sie das überhaupt mal gesehen haben. Die Zeit, sich damit zu beschäftigen, müssen Sie sich natürlich nehmen, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Wenn da noch Fragen sind von Ihrer Seite, klar, wenden Sie sich gerne an uns, rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen da gerne. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich schaue gleich nochmal auf die Fragen, ob noch ein paar Fragen reingekommen sind, werde die dann auch noch versuchen zu beantworten. Die Aufzeichnung werde ich beenden jetzt. Die ist dann in den nächsten Tagen bei uns auf der Homepage abrufbar. Das heißt, da können Sie sich das Ganze auch nochmal anschauen, wenn Sie möchten. Ja, bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche, einen schönen Abend und natürlich viel Erfolg beim Trading. Bis dann. Tschüss.